Hallo, ich bin Natalia Plakida, Neugeborenenfotografin und Coach im Bereich Neugeborenenfotografie aus Mannheim. Heute werden wir mit euch einen Joker in Neugeborenenfotografie besprechen und das ist eine universelle Pose, die jeder von euch am Anfang lernen soll. Jeder von euch, der in Neugeborenenfotografie beschäftigt ist oder vielleicht am Anfang steht, hat bestimmt sich schon Gedanken gemacht, ob es eine universelle Pose gibt in Neugeborenenfotografie, die man in ganz, ganz vielen verschiedenen Props fotografieren könnte. Und es gibt tatsächlich so eine Pose. Die Pose heißt auf dem Bauch. Im Englischen sagt man so Tusche-up oder Bum-up-Posing. Das heißt, dass er könnte das Baby auf den Bauch bringen und in ganz verschiedenen Props und Sachen fotografieren. Ich möchte euch heute zeigen und erzählen, wie toll ist es, dieses Posing zu beherrschen. Weil wenn ihr sogar nicht in Newborn-Stil Babys fotografiert, sondern eher im natürlichen Stil, das ist tatsächlich die einzige Pose, die man so toll auch im natürlichen Stil verwenden kann und kann auch wunderschöne Bilder für die Kunden kreieren. Hier seht ihr ein Beispiel, wo das Baby auf dem Bauch auf dem Beanbag positioniert ist und das ist richtig toll und sehr sicher. Ihr habt viel Platz auf dem Beanbag. Ihr könnt das Baby so schön da drauf legen, sogar wenn das Baby nicht unbedingt schläft, aber dafür ruhig ist, kann man das Baby auch auf dem Bauch positionieren, auf dem Beanbag. Das Schönste ist in dieser Pose, dass man sieht vom Baby ganz viel. Man sieht Füßchen und man sieht auch Hände, ganz schön das Gesicht vom Baby. Die Eltern lieben diese Pose einfach. Ihr könntet natürlich so ein nacktes Baby fotografieren auf dem Bauch, wenn die Eltern sich das so wünschen. Ihr könntet einfach so den Popo mit dem Tuch zudecken. Da macht natürlich Sinn, dass ihr das Baby mit der Windel fotografiert. Genau, ihr könntet natürlich euch für das Outfit entscheiden, aber ich glaube, das entscheiden dann eure Kunden und für uns ist das Wichtigste, dass wir das beste Ergebnis kreieren. Ich zeige euch jetzt gleich, wie viele unterschiedliche Props kann man verwenden für das Posing auf dem Bauch. Die Pose auf dem Bauch kann man in ganz verschiedenen Props machen. Klassisch kennen wir so ein ganz normales Bettchen für Babyfotografie und ihr könntet natürlich das Baby logischerweise auf dem Bauch auf dem Bett drauf positionieren. Ihr könntet die Füßchen unter dem Popo platzieren oder was noch süßer aussieht, dass ein Bein vom Baby einfach runterhängt. Diese Bettchen findet ihr so gut wie in jedem Shop mit Props. Genau. Dann muss man ein bisschen logisch überlegen, wo kann man noch die Pose auf dem Bauch machen. Und natürlich jede Liege, jede Oberfläche, was ihr habt, einfach so als Props, das ist super für das Posing auf dem Bauch. Ihr legt einfach das Baby drauf und gleich, ihr könntet entweder beide Füßchen unter dem Popo haben oder ein Bein kann runterhängen. Das kann ein Stuhl sein oder irgendwelche Liege, einfach irgendwelche Oberfläche. Und natürlich genau das gleiche vom Prinzip ist einfach ganz normale Matratze. Im Moment sind sie sehr, sehr beliebt. Das heißt, ihr legt das Baby einfach da drauf und das Baby liegt in der schönen Bauchlage auf der Matratze drauf. Was noch interessant ist, wir haben im Moment ganz viele Rattan-Props auf dem Markt und viele von diesen Props sind auch perfekt für das Posing auf dem Bauch. Die sind sogar etwas einfacher, um das Baby hier drauf zu positionieren, dadurch, dass zum Beispiel dieses Rattan-Sessel ist ein bisschen gebogen. Ihr könntet sogar klassische Schale nehmen und auch das so vorbereiten mit den Posing-Kissen, dass das Baby einfach auf dem Bauch hier drauf liegt. Natürlich, dass das für euch damit das Ganze für euch einfacher wäre, habe ich mittlerweile ein Online-Produkt, einen Online-Kurs, wo ihr alle diese Sachen lernen könntet. Wo ihr lernen könntet, genau wie man jeden Prop vorbereitet, welche Kissen braucht ihr dafür, in welche Größe, wie positioniert man das Baby da drauf und natürlich, welche Bilder macht man von jedem Prop bei dieser Pose. Den Link zum Kurs findet ihr unter diesem Video.
Und natürlich, was noch besser ist bei diesem Newborn Jogger, dass das Posing auf dem Bauch kann man auch mit den Eltern machen. Ich habe für euch hier so ein tolles Beispiel, wo man das Baby einfach auf dem Papa, auf dem Bauch an der Brust positioniert und stellt einfach Mama dazu. Und das ist ein wunderschönes Set einfach für Familienbilder. Obwohl ihr seht, wir machen hier nichts anderes als wieder die gleiche Pose, die Pose auf dem Bauch. Toll, dass du heute hier dabei warst. Abonniere gerne meinen Kanal und wir sehen uns schon ganz bald im nächsten Video. Bis bald!